Und was für die Bayern die Wiesn ist, das ist für den Westen in Deutschland der Karneval. Doch natürlich kann auch der nicht wie geplant stattfinden. Gestern trafen sich Vertreter der NRW-Landesregierung zum Karnevalsgipfel und legten Regeln fest. Betretungsverbote, Alkoholverbote, keine Sitzungen, keine Bälle, keine Partys und auch kein Straßenkarneval mit Schunkelei und Bützchen. Das ist so gut wie sicher. Ja, was sagt dazu eigentlich Christoph Kuckelkorn, der Chef des Kölner Karnevals dazu? Hallo Herr Kuckelkorn, ja, das muss ja jeden Jecken mitten ins Herz treffen. Wie geht's Ihnen mit dieser Entscheidung? Also uns als Verantwortliche im Kölner Karneval geht's mit der Entscheidung richtig gut, denn seit Monaten wissen wir nicht, wie der Karneval sein kann. Jetzt wissen wir zumindest, dass er nicht so ist, wie wir ihn kennen. Diese geselligen Veranstaltungen, Sitzungen, Bälle und auch Züge wird es nicht geben. Aber an die Stelle können jetzt andere Veranstaltungen treten, karnevalistische Kulturveranstaltungen. Die folgen ganz besonderen Handlungsempfehlungen, Hygienekonzepten und damit ist ein sicheres Feiern Karneval dann wieder möglich. Also Sie sagten es gerade, zumindest ein bisschen darf auch hier gefeiert werden. Können Sie uns einen Überblick geben, was ist denn überhaupt noch erlaubt? Worauf dürfen sich die Jecken denn freuen? Ja, in den nächsten Wochen erhalten wir die Handlungsempfehlungen des Gesundheitsministeriums. Dann wissen wir auch genau, in welchen Größen von Veranstaltungen wir planen können, wenn die Lage stabil bleibt. Das ist natürlich auch immer die Voraussetzung für alle Planungen. Aber wir denken, dass man jetzt im Kleinen den Kern des Karnevals neu zelebrieren, neu finden kann. Und die Gesellschaften sind jetzt kreativ unterwegs, überlegen sich Konzepte, kleinere Veranstaltungen, natürlich mit Abstandsregelung, natürlich eben mit Sicherheit. Denn eins ist wichtig, wir feiern nicht um jeden Preis. Karneval muss sicher sein, muss gesund sein. Also die Sicherheit geht vor. Doch was hat das alles für wirtschaftliche Folgen, vor allem für die kleinen, für die lokalen Karnevalsvereine? Ja, wir wissen, für den Kölner Karneval oder der Kölner Karneval ist auch ein Wirtschaftsfaktor. 6.000 Arbeitsplätze hängen hier vom Karneval ab. 600 Millionen Euro werden erwirtschaftet. 2 Millionen Euro gehen jedes Jahr in soziale Projekte, die davon auch stellenweise leben. Das sind alles Bereiche, die wir uns jetzt sehr genau anschauen, wo wir gucken müssen, was kann gefördert werden, was muss unterstützt werden und wo müssen wir gegebenenfalls auch noch ein wenig nachlegen. Immer wieder geht es ja um die große Frage, welche Rolle spielt der Alkohol? Wir haben es eben gerade in München gesehen, dort gibt es das Alkoholverbot. Wie ist Ihre Einschätzung? Kann man überhaupt Karneval feiern ohne Alkohol? Wäre das mal eine Option? Das ist sicherlich eine Option. Ob das in den Sälen zugelassen wird, werden wir sehen. In Gaststätten wird es wahrscheinlich ja zugelassen, ähnlich wie im Hofbräuhaus. Und im Straßenkarneval wiederum können wir es uns gar nicht vorstellen. Straßenkarneval generell können wir uns nicht vorstellen, denn der lebt ja von dem wilden Miteinander im Grunde genommen auf den Straßen. Deswegen zum Beispiel feiern wir am 11.11. nicht in der Stadt. Wir werden das Fernsehen nutzen als Transporteur, würden eine virtuelle Veranstaltung gestalten. Die Menschen können zu Hause am Karneval partizipieren, teilhaben. Tatsächlich geht das auf den Straßen nicht. Und die Landesregierung hat auch gestern unterstützend gefordert, dass die Städte mit, ähnlich wie in München auch, mit Verweilverboten und Alkoholverboten die Stadt sauber und frei halten. Herr Kuckelkorn, vielen herzlichen Dank für Ihre Einschätzung und dennoch einen schönen 11.11., auch wenn er noch ein bisschen in der Ferne liegt. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.